Das schnelle Gericht wird Ihnen präsentiert von Frankenland. Und heute im schnellen Gericht, wir machen ein super leckeres Winterdessert, nämlich einen Schokokuss, Eierlikör-Dessert, frische Himbeeren drin, super Sache, Amrettini, wie es funktioniert, ich zeig's euch. Für unser schönes Winterdessert habe ich natürlich mitgebracht. Los geht's. Wir haben hier 100-150 Milliliter Sahne und natürlich ein wenig Sahnesteif dazu. Ein Schmand, ein brauner Zucker, Amerettini. Da könnt ihr einen Butterkeks, ihr könnt eure Plätzle, was ihr noch habt, verwenden. Da könnt ihr alles verwenden. Ich habe in dem Fall Amerettini mitgebracht. Hier unten haben wir einen Quark. Nee, das war der Quark, das war der Sauerrahm. Egal. 100-150 Gramm Butterzucker, rote Grütze, die habe ich allerdings gekauft. Hier einen richtigen Schäberer Eierlikör, feine Geschichte. Natürlich der Schaumkuss, hätte ich bald das falsche Wort gesagt, mal in Obacht geben, heute doch. Frische Himbeeren hat es gegeben, es gibt momentan Erdbeeren. Feine Geschichte, habe ich auch mitgenommen. Ansonsten nimmst du halt einen Apfel, nimmst du Birnen, passt auch hier, wegen der dunklen und der weißen Schokolade. Zum Drüberraspeln fertig und wer Glück hat, ergattert noch ein schönes Stück Minze später zum Garnieren. Zwei schöne Gläser, Rührschüssel, hier unseren Mixer. Fertig, mehr brauchen wir nicht und dann kriegen wir ein super schnelles, leckeres Dessert zusammen. So, ich habe hier schon mal unsere Sahne aufgeschlagen, Sahne steif mit rein. Habe mir Minuten mit unserem hochtechnischen hier Rührgerät beschäftigt. Läuft. So, das ist schön steif. In Normalfall sage ich immer, man braucht keine Sahne steif schlagen, essen, fertig. Aber in so einem Gericht, wo dann ein wenig so Creme, Graffel in Anführungsstrichen reinkommt, braucht man halt einfach ein bisschen Sahne steif. So, jetzt geht's mal los, passt auf. Das muss rein, es muss alles jetzt da rein von den Cremes. Also nicht die, nicht den Eierlikör, nicht den Ding. Ich mache jetzt einfach mal nur Creme. Da haben wir jetzt den Quark, Federquark. Da habe ich einen Schmand. Der ist jetzt sogar ein wenig flüssig. War jetzt nämlich dann ganz froh, dass wir Sahnesteif verwendet haben. Dass das natürlich auch, fein. Dass das natürlich auch hält am Schluss, ja. So, jetzt kommen unsere Schaumküsse hier. So, jetzt ist es so, einfach unten wegschneiden. Jetzt gibt viele, die machen in solche Desserts, die hacken jetzt das da zusammen und machen das als Boden ins Glas rein. Das kannst du natürlich machen im hinsichtlich von, wir müssen alles verwenden und wir dürfen nichts wegschmeißen, aber wenn ich ganz ehrlich bin, taucht mir das nicht. Ich nehme nämlich lieber Kekse, da wenn es zu Hause, wie gesagt, eure Plätzle und wenn es die alten sind. Alles besser, wie wenn es den Boden da zusammenhaust und unten rein, weil dann strengst du den nämlich an. Oben ein schönes, was habe ich gesagt, 4 Stück. Na scheiße, machen wir 5 rein. Da strengst du den nämlich an, dass du ein super geiles, schönes Dessert zusammenkriegst. Und dann haust die Waffeln unten rein. Ja, dann passt es fürs unterm Jahr. Aber nicht, wenn du es leider eingeladen hast, ja. Also wenn es für dich daheim ist, hau die Waffeln unten rein, das Zeug weg. Ansonsten schön Kekse hier nehmen. Fertig. Kekse, in dem Fall Amarettinis. Amaretto-Plätzli für die Italiener, die ja da immer das zum Espresso dazu geben. Die finde ich sehr lecker. Das stört mich auch nicht, Eierlikör und Amaretto. Das ist halt so. Ich trinke, wenn ich was trinke, auch 2 Gläser. So, das ist alles. Ich würde die gar nicht so fein machen. Jetzt mixen wir das mal durch. Das lassen wir mit der Schokolade einfach einschalten, statt machen. Durchmixen. Daher, also mal gar keine Aktion. Und auch am Anfang, wenn euer Creme nicht ganz so süß ist, macht euch keinen Kopf. Kommen nämlich die Schaumküsse da noch rein. Und dann siehst du es, wenn du immer das falsche Wort sagst, dann bleibst du irgendwann einmal drauf hängen. Und dann ist es süß genug. Schaut her, dann gibt es eine richtig schöne Creme. Mit Schokoflakes drin. Schaut ja bald schon aus wie Stracciatella. Ha? So, reicht für mich.
damit können wir arbeiten, hätte ich gesagt. So, dann stellen wir jetzt das mal weg. Und dann geht's los, schauen wir her. Jetzt schicht man nämlich schon unser Dessert. Mhm. Also ich sage euch was. Ich habe natürlich wieder mal vergessen, meine Löffel zu organisieren. Naja, so geht es jetzt schon. Aber ich muss jetzt mal nach einem gescheiten Löffel schauen, damit ich das dann auch sauber... geht's beim Eierlikör schon los, sauber arbeiten. Ist nicht mein Ding. Hm? Müssen wir halt ein wenig tricksen. Schau, ein wenig Eiwein. Wenn ihr euch das erinnert, ein wenig an der Tiramisu. Das muss nicht weich werden. Das muss nicht weich werden. Das darf durchaus ein bisschen crispy bleiben. So, erste Glas habe ich. Ich habe mir ein wenig einen Düdler gebaut. Ja? Aber ich sage euch was. Bis ich das zusammengebracht habe, hat ein paar Minuten gedauert. In klein ist es wesentlich besser für Schokolade. Von der Patisserie ist das eine feine Geschichte. Aber in groß habe ich festgestellt, ist das ein ganz schönes Geschiss. Ja? Aber so läuft es halt. So, schau her, einmal ein bisschen raus, dass man irgendwas sieht. Sauber arbeiten. Muss nicht eine Schicht außenrum sein. Da machen wir jetzt nämlich die Himbeeren drauf dazu. Schau her. Ja. Das nächste Mal mache ich mit meinen zarten Fingern, das ist ja mehr Zielwerfen hier, mit meinen zarten Fingern mache ich vielleicht das nächste Mal lieber ein breites Glas. Hm? Wäre eine Idee. Wer möchte, der kann jetzt die Himbeeren, ich kenne einen Patissier, der sagt, Himbeeren, Brombeeren immer durchschneiden und mit der geschnittenen Oberfläche zum Gast, weil das viel farbenintensiver ist. Aber ich sage euch was, ich bin froh, dass ich die Dinger einigermaßen ordentlich da rein kriege und deswegen... Hat er recht, aber ich mag es trotzdem nicht. Na, hier, schau her, wieder Bröseli drauf. Das soll jetzt schon randen aus. Wenn ihr ein wenig Hilfe braucht, dann macht euer Glas schräg. Dann machen wir die zweite Schicht drauf. Und dann haben wir schon unser wunderschönes Dessert. So. Und dann hier, Sauerreis. Schau her, wieder ein Eierlikör drauf. Und das passt nämlich voll in den Winter rein. Ne? Und das frische Obst, auch eine feine Geschichte. Dann machen wir wieder die nächste Schicht. Und deswegen ist jetzt der Spritzbeutel ganz schön. Mit ich lasse ich mal frei. Da kann ich immer noch mit dem Löffel arbeiten. So, schau her. Schöne Schicht. Passt. Irgendwo klemmt der Schokostückler. Na dann. Lassen wir es glimmen. Jetzt Beute können wir wegwerfen. Und dann können wir hier noch einen richtigen Klecks mit ich setzen. Sauber arbeiten. Wie gesagt, ein Minzblättchen wäre nicht schlecht. Ansonsten haben wir die Idee, dass wir einen Rosmarin einfach ein bisschen Puderzucker drauf und drüber legen. Das ist nämlich auch eine Idee, das probieren wir jetzt mal. Schau, da innen habe ich schon wieder. Na, und nur größere Sauerei gemacht. Also, das mache ich ohne euch sauber. Passt auf, schaut her. Minze haben wir keine. Aber wir haben hier einen Thymian, habe ich gesehen. Der ist ein bisschen feucht. Drücken wir jetzt in unseren Puderzucker rein. Mit dieser Feuchte. Schütteln ab, dass man was vom Thymian sieht. Und dann ist es auch eine sehr schöne Dekoration, schaut her. Das passt doch in den Winter rein. Und wenn wir dann noch ein wenig Platz finden auf dem Schuttbier, dann raspeln wir jetzt noch ein wenig. Mit dem Messerrücken weiße Schokolade raspeln. Oder so drauf, über die Ecke, wie ihr Lust habt. Schön raspeln, nehmen, drüber. Ja, und dasselbe machen wir mit der schwarzen Schokolade, das natürlich auf helle Sachen viel besser zu sehen ist. So. Schaut her. Dann haben wir auch jetzt ein wunderbares Winterdessert. Schön Schaumkussdessert. Gibt selten, ist immer irgendwas Besonderes. Finde ich. Ne? So hat man einen Schaumkuss schnell wegdrückt. Aber so ist das eine feine Geschichte, oder? Das da hinten mache ich noch sauber. Viel Spaß. Das ist immer lecker. So Leute, vorhin haben wir darüber gesprochen. Ich habe da mal schnell einen Beiter erbaut. Jetzt habe ich mir gedacht, ich kann euch hier nicht ganz blöd sterben lassen. Aber
Es war in dieser Größe nicht ganz so leicht. So, passt auf. Ich habe jetzt von Ecke, das ist ja ein Quadrat hier, ne? Das habe ich von Ecke zu Ecke geschnitten. Ich habe es auf jeden Fall probiert. So. Wir brauchen ja dann an zwei Beiter, wenn du mehr Dessert magst, weil das kannst du ja nicht nochmal auffüllen. Das, wie soll ich sagen, das schmeißt mir dann weg. Wenn du einmal benutzt ist, schmeißt das weg, okay? So, schau her. Du hast jetzt nicht die lange Seite zusammen machen, sondern die kurze. Im rechten Winkel am besten gleich mal Obacht geben, wie fällt hier meine Rundung aus quasi. Hier oben mit dem Daumen zusammenhalten, in der Hoffnung, dass ich jetzt keinen Vorführeffekt kriege. Na, das schaut doch ganz gut aus, schau her. Die andere Spitze auch da oben drauf. Dann kannst du da unten bei Öffnung variieren, warte mal, dass ich alles richtig hier fahre. Jetzt kannst du unten kleiner oder größer machen. Und dann klappst du das nach innen, zusammenhalten und jetzt können wir unsere Masse nehmen, einfüllen und in der Größe ist es wirklich ein wenig gleicher jetzt gewesen und ich habe ja immer noch einen Fehler drin. Na, mal ist das schön groß da oben, aber das ist der berühmte Vorführeffekt, ne? Weil das sollte eigentlich eine saubere Geschichte sein. Sollte, hätte, Fahrradkette, hätte zu schick hatten. So, haben wir halt ein bisschen was zum Schlecken. So. Jetzt wursteln wir es oben zusammen, dass nichts rauskommt. Und jetzt können wir dann unten rausdrücken. In dem Fall ist es ganz dünn. Nehmen wir ein Messer, größeres Loch, zack, und schau her. Jetzt kannst du. Okay? So machen wir es. Das schnelle Gericht wurde Ihnen präsentiert von Frankenland.